So, euer erster Eindruck vom heutigen Messetag? Ja, Zentrum sich natürlich, Flamer Smoke. Für uns war super positiv, dass wir hier mit dem LKW reinfahren konnten und abladen konnten. Haben wir so bisher noch nicht erlebt. Hat die ganze Sache vereinfacht. Publikum ist super lustig, macht unheimlich viel Spaß. Und die Resonanz, die Leute, die hier rumlaufen, das ist echt der Hammer. Macht richtig Spaß und ja, ich denke, wir werden zwei richtig erfolgreiche Tage hier haben. Alles klar, danke für euer Kommentar. Viel Spaß noch, ciao. So, kurze Frage, wie findet ihr den ersten Messetag heute in Berlin? Ja, man merkt auf jeden Fall, es ist eine Erstveranstaltung. Dementsprechend ist etwas weniger los wie beispielsweise bei der Hall of Fame in Stuttgart. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs zweite Jahr. Alles klar, danke fürs Statement. So, dein erster Eindruck vom heutigen Messetag? Das ist ziemlich voll. Also ich habe in Berlin nicht erwartet, dass es so voll wird wie woanders, aber ja, ansonsten ist es ganz gut. Also ich denke mal, Andrang ist da und Interesse ist da und die Leute lernen, merken so langsam, dass Dampfen einfach besser ist. Uns interessiert es ja auch. Alles klar, dann vielen Dank für dein Statement und noch guten Umsatz. Dankeschön. Oh, dein erster Eindruck zum heutigen Messetag? Ja, war sehr schön, von der Örtlichkeit, sehr groß, sehr übersichtlich. Ich hoffe, das wird noch mal so sein, dass auch mehr Hardwarehersteller, also Mods, ja, waren wenig, mehr Liquids. Aber es war echt schön. Also ich muss dazu sagen, der Weg hat sich gelohnt. Dann vielen Dank für dein Statement und noch viel Spaß auf der Messe. Danke. So, wie ist denn dein erster Eindruck zum heutigen Messetag? Ja, erstmal alles Neuland für mich. Ich bin das erste Mal dabei und ja, macht das auch erst seit ein, zwei Wochen, deswegen alles noch ein bisschen Neuland. Aber auf jeden Fall interessant, macht Spaß und wird auf jeden Fall noch lustig werden. Ja. Alles klar, dann vielen Dank für deinen Kommentar und noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön, ciao. So, dein erster Eindruck von dem ersten Tag der Intersteam in Berlin? Ja, so für die erste Messe finde ich es gar nicht mal schlecht. Die Gänge sind nicht zu schmal. Man kann überall gut gucken. Und man trifft die Leute auch wieder, die man mit denen man vorher gekommen ist. Das ist eigentlich schon ganz wichtig für mich. Also bis jetzt kann ich eigentlich ganz positiv sehen. Alle klar, danke für dein Statement. So, Daniela, dein Eindruck zum ersten Messetag heute? Ja, sehr übersichtlich. Von den Gängen her nicht zu schmal. Man kommt überall durch, man trifft sehr nette Leute. Ich habe mich vor allen Dingen gefreut, die Biene zu sehen. Ja! Und ich hoffe, dass es mal wieder hier ist. Alles klar. Ich auch gefreut. Tschüss. So, dein Eindruck vom ersten Messetag heute? Fand ich nicht als Messe. War eher eine Verkaufsveranstaltung. Aber ansonsten ein bisschen wenig Stände für die Größe der Halle. Für die Übertragung. Und man sollte ein Messer mitnehmen, weil du die Luft schneiden kannst. Alle klar, danke für dein Statement, dann noch viel Spaß auf der Messe. Muss ich die Wahrheit sagen, oder? Ja, jetzt, ich fülle mit schon, jetzt kannst du lügen. Okay. Wie ist dein Eindruck vom ersten Messetag heute? Klein. Hast du schon mal gekauft? Ja. Was? Liquid. Welche Marke? Alter, hier. Vampire Raps. Von Flavor Smoke. Die anderen erkenne ich gerade nicht, keine Ahnung. Okay, was kriegst du für die Werbung? 50 Euro plus dann nochmal Zuschlag, wenn ich sage, wo die genau sind. Alle klar, danke, ciao.